schönen guten Abend. Schön, dass so viele gekommen sind an diesem wunderschönen Abend. Das Thema sind eben die gegenseitigen Erwartungen, die den Übersetzungsprozess beeinflussen. Und wie wir alle wissen, hat sich der Übersetzungsmarkt in den letzten Jahrzehnten sehr stark verändert. Nur mehr wenige im Anteil sind als im Angestelltenverhältnis in Unternehmen und Organisationen tätig. Viele arbeiten freiberuflich für unterschiedliche Kundinnen und Kunden auf Projektbasis. Und diese Zusammenarbeit ist oft nur punktuell, vielleicht sogar nur einmalig, medienvermittelt, also nicht direkt, persönlich. Und diese Art von Kommunikation ist besonders gut geeignet für Missverständnisse, unterschiedlichste Erwartungen, die gar nicht zutage kommen, Unzufriedenheit und so weiter im transatlantischen Netzwerk. In der Transaktionswissenschaft ist ja schon viel geforscht worden über die Rezeptionsprozesse, Erwartungshaltungen der Rezipientinnen und Rezipienten schon einiges. Übersetzungsauftrag kommt vor allem in theoretischen und didaktischen Beiträgen vor. Der Übersetzungsprozess wird viel empirisch untersucht, unter anderem eben auch von mir. Was aber noch nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen hat, sind die Erwartungen der Auftraggeberinnen und Auftraggeber. Und welche Rollen und Aufgaben daraus resultieren, aus diesen Erwartungen. Also Translationsaufträge und Abläufe aus Endkundensicht. Und deshalb möchte ich in diesem Vortrag genau diese in den Mittelpunkt rücken. Ich habe in einer Fallstudie die Erwartungen und die Zusammenarbeit eines Auftraggebers und einer Übersetzerin untersucht. Die Ähnlichkeiten und Unterschiede, die Auswirkungen auf den Übersetzungsprozess. Das war also ein Übersetzungsprojekt, in dem der Auftrag direkt an eine Freelance-Übersetzerin ging, ohne zum Beispiel ein Übersetzungsbüro dazwischen. Diese kleine Fallstudie ist ein Teil des Projekts Extended Translation, oder wie wir es liebevoll nennen, Extra. Soziokognitive Translationsprozesse am Arbeitsplatz, das ich gemeinsam bearbeite mit Jelena Milosevic und Christina Pein-Weber. Wir sind sozusagen Teil der Forschungsgruppe Translation, Kognition und Kooperation an der Uni Graz. Ja, ich möchte zunächst Übersetzen als eine Netzwerkaktivität beschreiben. Das Management von Beziehungen in den Netzwerken kommt vor allem in Beiträgen über das Projektmanagement in der Translation, also wird zu einem Thema. Dann möchte ich zwei Umfragen präsentieren, die Ergebnisse von Umfragen über die Erwartungen von Kundinnen und Kunden, also Auftraggeberinnen und Auftraggebern aus dem Bereich der technischen Kommunikation. Und dann komme ich zur Fallstudie der Methoden und Ergebnisse und Schlussfolgerungen dieser Fallstudie. Ja, translationsrelevante Netzwerke schließen ja potenziell unterschiedlichste Akteurinnen und Akteure ein, neben dem Auftraggeber, der Auftraggeberin, Übersetzerinnen, Korrekturleserinnen, Projektmanagerinnen, Validierer, Reviewer und so weiter. Und gerade das gilt auch für im ersten Blick sehr, sehr kleine Übersetzungsprojekte, also wo man das Gefühl hat, hier sind nur eigentlich die Übersetzerin und der Auftraggeber beteiligt, und so war es auch in diesem Fall. Ich möchte aber in dem heutigen Vortrag mich nur konzentrieren auf die Erwartungen der beiden, die Übersetzerin und der Auftraggeber. Abdallah und Koskinen beschreiben translatorische Netzwerke als Production Networks, Sets of interfirm relationships that bind a group of firms into a larger economic unit. Und sie betonen dabei sehr das Vertrauen, also das Vertrauen innerhalb der Netzwerke, dass diese Netzwerke so nicht funktionieren könnten, wenn es ein Vertrauen nicht gäbe, also die Qualität des Vertrauens. Und die kann es nur geben
durch Interaktion. Also Vertrauen entwickelt sich durch Interaktion. Nun, besonders in diesen großen Produktionsnetzwerken, wo sehr, sehr viele zwischen Personen und Akteure, Unternehmen und Abteilungen zwischengeschaltet sind in der Auftraggebung, kann es natürlich zu Delegationsproblemen kommen. Und Abdallah und Koskinen sprechen hier zum Beispiel von Informationsasymmetrien und von Zielkonflikten. Abdallah untersucht die Innensicht von Übersetzerinnen und Übersetzern von in solchen ganz großen Produktionsnetzwerken. Und ja, sie tut dies aus der Perspektive der Agency Theory, also sie untersucht sozusagen die Handlungsmöglichkeiten und den Handlungsspielraum der Übersetzerinnen und Übersetzer. Und sie zeigt, dass durchaus zum Beispiel to give tit for tat, also mit gleicher Münze heimzahlen oder Gleiches mit Gleichem vergelten, oder auch Exit, also wirklich ein Verlassen des translatorischen Netzwerks, ein Verlassen der translatorischen Tätigkeit und eine radikale berufliche Veränderung durchaus Konsequenzen sein können von diesen problematischen, machtlosen Positionen in den großen Produktionsnetzwerken. Abdallah und Koskinen gehen aber explizit davon aus, dass in traditioneller Freelance-Arbeit mit direktem Kundenkontakt die Situation anders ist. Sie schreiben, it can enhance mutual loyalty and trust, resulting in a rapid and free flow of information. Sobotka geht davon aus, dass Kundinnen und Translatorinnen in der Auftragssituation zu wenig miteinander kommunizieren und kooperieren. Sie meint, dass die Auftragsausführung erst durch die Spezifikation des Auftrags, durch die Kommunikation mit dem Auftraggeber klare Konturen annimmt. Also je besser ein Auftrag inhaltlich und organisatorisch spezifiziert ist, desto eher kann auch adäquat gehandelt werden. Oder zumindest kundengerecht gehandelt werden, wenn das Ziel sein soll. Anhand von Beispielen illustriert sie zum Beispiel, ich zitiere, dass zwischen Auftraggeberinnen, Auftraggebern und Auftragnehmerinnen, Auftragnehmern im Hinblick auf die zu erstellende Leistung keine naturgegebene Übereinstimmung angenommen werden kann. Also wir können davon ausgehen, dass in der Praxis es keine Klarheit gibt darüber, was eigentlich eine Übersetzungsleistung ausmacht. Abdallah und Koskinen betonen hier vor allem die Bedeutung von Normung, Standards, im Sinne von Setting Standards that guide action towards sustainable practices. Und ich denke mir, in so einer Situation, wo es eben keine naturgegebene Übereinstimmung gibt, ist das Anliegen von Sobotka eben der Interaktion und Kommunikation mit den Kundinnen und Kunden umso wichtiger und verständlicher. Nicht selten sind natürlich die Auftraggeberinnen Auftraggeber, unsere Kundinnen und Kunden, mit ihrer Rolle überfragt. In einer früheren Workplace-Study, das ich durchgeführt habe vor einigen Jahren in einem Übersetzungsbüro, erzählte mir zum Beispiel eine Projektmanagerin in einem Interview, dass auch die Auftraggeber mit immer komplexer werdenden Aufträgen kämpfen, dass sie immer weniger Zeit dafür haben und dass das dann zu wenig qualitätsvollen und fragmentarischen, fehlerhaften Ausgangstexten führt. Aus diesem Grund, da wir eben diese Leistungen nicht von den Auftraggeberinnen und Auftraggebern erwarten können, gibt es Stimmen in der Praxis, die meinen, dass das Dienstleistungsangebot der Übersetzungsdienstleister erweitert werden muss. Und das passiert ja auch. Fleury nennt hier zum Beispiel proaktives Anforderungsmanagement, professionelle Kommunikationstechniken, durchdachter Service, vorausschauende technologische Kundenunterstützung, Prozessautomatisierung und so weiter. Auch dann und dann plädieren für eine Erweiterung der beziehungsweise beschreiben eine Erweiterung, bereits geschehene Erweiterung der Dienstleistungspalette,
inklusive Editing, Terminology Management, Localization, Internationalization, Proofreading, Testing, Cross-Cultural Design, Cultural Assessment, Project Management und so weiter. Das könnte man natürlich noch ergänzen. Also auf jeden Fall kann man zusammenfassen, dass sich die Erwartungen an Übersetzerinnen und Übersetzer und ihre Leistungen in den letzten Jahrzehnten ganz grundlegend verändert haben. Wenn wir jetzt zu diesem Beziehungsmanagement kommen, laut Comp ist das Management von den Beziehungen in Übersetzungsprojekten natürlich besonders gefordert dort, wo Übersetzungen outgesourced werden, wo die Produktionsnetzwerke sehr groß und die Ketten sehr lang werden. Übersetzungsprojekte hängen wesentlich von Aktivitäten ab, die vor der Übersetzung liegen. Da wir aber nicht selbst als Übersetzerinnen diese Vorarbeiten leisten, also Meilensteine setzen, Ressourcen bereitstellen und so weiter, sind wir, die Übersetzerinnen und Übersetzer, von den Personen abhängig, die diese Aufgaben übernehmen. Auch in dieser meiner früheren Workplace Study meinte eine Agenturmitarbeiterin, beziehungsweise hier ging es darum eben, dass eben die Kommunikation mit dem Auftraggeber, mit der Auftraggeberin so wichtig ist. Die Erwartungshaltung jedes Kunden ist anders. Manche achten auf Punkt und Beistrich, andere wollen nur ein funktionales Handout. Das ist beim ersten Projekt immer problematisch. Und so haben dort die Mitarbeiterinnen immer versucht, die Kundinnen und Kunden aufzuklären. Es herrschte wirklich ein stetes Bemühen um Diplomatie. COM spricht in diesem Zusammenhang von Raising Stakeholder Awareness. In der Betrachtung dieses Übersetzungsbüros bekomme ich den Eindruck, dass diese narrativen Elemente der persönlichen Gespräche mit den Kundinnen und Kunden wie so Spielbälle hinübergereicht werden, empfangen werden, wieder zurückgeschickt werden. Also es ist auch nach einer langen Pause, wo man lang monatelang nicht zusammengearbeitet hat, vielleicht sogar jahrelang, werden diese Spielbälle sozusagen wieder aufgenommen, diese Themen, über die man gesprochen hat, auch auf persönlicher Ebene, nicht nur auf beruflicher Ebene. Und hier verschiebt sich für mich gewisserweise das Bild, also es ist nicht nur die persönliche Beziehung, die enge, vertrauensvolle Beziehung, die den Informationsfluss ermöglichen soll, sondern der kontinuierliche Informationsfluss hält auch die Beziehung aufrecht. Ja, und Übersetzungsmanagement sind auf dieses Beziehungsmanagement spezialisiert. Wie dann und dann schreiben, sorgen Sie dafür, dass die Projekte oder dass ein Projekt is completed on time, within budget and according to the client's specification. Diese Aufgabe der Verhandlung der Spezifikationen erledigen natürlich Freelance-Übersetzerinnen und Übersetzer neben ihrer sozusagen eigentlichen Arbeit des Übersetzens. Wie wir wissen, ist dieses Nebenbei immer mehr und mehr. Ja, im Bereich der Translationswissenschaft sind, wie gesagt, die Kundenerwartungen noch nicht sehr stark untersucht worden. Im Bereich der technischen Kommunikation habe ich zwei Umfragen gefunden, wo technische Redakteurinnen und Redakteure bzw. Abteilungsleiter aus dem Bereich der technischen Dokumentation befragt wurden über ihre Erwartungen als Auftraggeberinnen und Auftraggeber. Görs Umfrage ist eine eher informelle. Jedenfalls hat sie klar herausgefunden hier, dass die Auftraggeberinnen und Auftraggeber sich über Nachfragen freuen, dass die enge Zusammenarbeit für sie wichtig wäre. Etwa eine Anmerkung war zu lesen, Zitat, jeder einzelne Zweifelsfall muss geklärt werden, egal ob er auf unklarem Quelltext oder mangelnder Sachkenntnis seitens des Übersetzers beruht. Ich schätze jedenfalls meine Übersetzer als meine besten Korrektoren. Die
technische Redakteurinnen und Redakteure als Auftraggeberinnen und Auftraggeber erwarten ausgewiesene Fachkenntnisse der Übersetzerinnen und Übersetzer und bevorzugen Muttersprachlerinnen und Muttersprachler der Zielsprache. Das war sehr konsensuell. Bei der Übersetzungskontrolle, wie Sie es genannt haben, also Review, gab es aber unterschiedlichste Vorgehensweisen. 40% meinten, sie führen diese Übersetzungskontrolle selbst durch, hängt sicherlich auch von der Sprache ab. 40% meinten, sie schicken die Übersetzung, leiten sie weiter an die Niederlassung im Zielland oder an eine muttersprachliche Kollegin. Und 4% nehmen ein externes Lektorat in Anspruch. In der zweiten Umfrage von Straub, wo es eben auch um Erwartungen an Übersetzungsleistungen ging, kam heraus, dass Unternehmen eine sehr hohe Erwartungshaltung an eine fehlerfreie Übersetzung haben. Sie erwarten orthografische Richtigkeit, Vollständigkeit und grammatikalische Richtigkeit der Übersetzung und Leistungen wie Selbstcheck durch Übersetzerin, finales Formatieren, Lokalisierung von Einheiten, Beachtung eines Style Guides und so weiter. Sogenannte Begeisterungsanforderungen, also mit denen, die nicht automatisch erwartet werden, oder, sondern mit denen man sozusagen unsere Kundinnen und Kunden noch begeistern kann, das war ein Review durch Fachexpertin oder Fachexperte und finales Proofreading durch Muttersprachlerinnen, Muttersprachler, wenn das inkludiert ist in der Übersetzungsleistung. Ja, ich würde sagen, diese translationssoziologisch orientierten Untersuchungen von Abdallah und Goskinen, meine ethnografische Untersuchung, die Umfragen von Straub und Görs, auf jeden Fall zeigen schon in die Richtung, dass diese Erwartungen der Kundinnen und Kunden ein wichtiger Einflussfaktor sind in translatorischen Prozessen. Jetzt zu unserer Fallstudie. Wir haben also eine Freelance-Übersetzerin interviewt, die und ihren Auftraggeber interviewt, der zugleich auch Autor des Ausgangstextes war, also eigentlich ein minimales Netzwerk, wobei eben auch andere dazugehört haben, und jetzt konzentriere ich mich nur auf die zwei Interviews. Es ging um einen Forschungsbericht, 120 Seiten, ein deutschsprachiger Forschungsbericht eines Entwicklungs- und Forschungsprojekts, das ins Englische übersetzt werden sollte, in einem EU-geförderten Projekt. Die Übersetzung sollte für ein internationales Publikum erstellt werden. Um eine Übersetzerin, einen Übersetzer zu wählen, wurden 4 Probeübersetzungen angefordert von Übersetzungsbüros und eben auch von dieser Freelance-Übersetzerin. Und diese Übersetzerin wurde gewählt laut Autor und Auftraggeber, weil die Übersetzung die beste war, also nicht die billigste. Er meinte im Interview, dass die Übersetzung stimmig war. Sie hatten das Gefühl, dass die Freelance-Übersetzerin das, was sie sagen wollten, am genauesten getroffen hatte. Es war für sie auch wichtig, dass die Übersetzerin britisches Englisch als Muttersprache hatte, weil das eben in diesem EU-geförderten Projekt eine Voraussetzung war. Ja, was ich hier noch erwähnen möchte natürlich, ist, dass diese Interviews nach dem Projekt durchgeführt wurden. Das heißt, die Interviewpartnerin und Interviewpartner, sie erzählen über ihre Vorstellungen, ihre Erwartungen vor dem Übersetzungsprojekt und während des Übersetzungsprojekts. Und wie wir wissen, sind solche Daten natürlich nach dem Projekt nicht mehr frei zugänglich. Sie sind natürlich Vorstellungen nie wirklich frei verbalisierbar, vollständig verbalisierbar, aber natürlich in einem retrospektiven Interview umso eher. Also die Daten sind auf jeden Fall selektiv und unvollständig. Was wollten wir herausfinden? Welche Forschungsfragen hatten wir dahinter? Also welche gegenseitigen Erwartungen hatten die Personen? Zu welchen Aktivitäten führten diese Erwartungen? Was wird als selbstverständlich angenommen? Welche erfüllten oder auch unerfüllten Erwartungen gab es? Und welche Konsequenzen hatten diese
für die Zusammenarbeit. Ich habe zwei etwas über eine Stunde lange Interviews durchgeführt. Es wurde auch eine teilnehmende Beobachtung in diesem Heimbüro der Übersetzerin durchgeführt, aber ich habe hier für diese Analyse jetzt nur die Interviewdaten analysiert. Die gesamte Kommunikation mit dem Auftraggeber geschah über E-Mail, also kein persönlicher Kontakt. Die Analyse der Protokolle, da haben wir die Inhaltsanalyse-Methode von Gläser und Laudell verwendet. Das heißt, das ist eine Methode, wo man einerseits schon die Forschungsfragen und gewisse Kategorien vordefiniert, aber auch es die Möglichkeit gibt, neue Kategorien datenbasiert zu generieren. Wir haben auch eine Netzwerkanalyse durchgeführt, aber die ist eben für die heutige Analyse nicht so relevant. Zu den Ergebnissen. Wir haben 6 Unterschiede herausgefunden und diese möchte ich jetzt einen Punkt nach dem anderen kurz durchgehen mit Originalzitaten. Angefangen bei der Beurteilung des Fachlichkeitsniveaus des Ausgangstextes. Für den Auftraggeber war der Ausgangstext eher fachlich mit Fachterminologie. Komplex insofern, dass das einerseits von der deutschen Sprache her komplexe lange Sätze waren, als auch durchaus einiges an Fachvokabular dabei war. Die Übersetzerin meinte dagegen, es war nicht so komplex. It was not very technical, I would say. It was a report on a specific topic. I didn't think it was so technical that I couldn't do it, that I wouldn't be able to do it. I read it and that was the main thing. Normally I don't do very technical translations because I just, that's not my field. This one was, it was a lot of general and social issues and it was, well, it was a nice mixture. Und dieser Unterschied an der Einschätzung, der Beurteilung des Fachlichkeitsniveaus, glaube ich, führte dazu, auch zu anderen Erwartungen, unter anderem über die Zuständigkeit für Terminologierecherche. Ich habe den Auftraggeber gefragt, was er glaubt, dass die Übersetzerin von ihm erwartet hat. Und er meinte, die Erwartungen waren wohl, dass Fachtermini von uns geliefert werden, so weit wie möglich, und dass wir natürlich eng kommunizieren würden. Eng kommunizieren können, wenn es offene Fragen gibt, Verständnisfragen. Und aufgrund seiner Einschätzung des Ausgangstextes als sehr fachlichen Text, da hat er folgende Maßnahmen durchgeführt. Er schickt Paralleltexte an die Übersetzerin. Er schickt eine kommentierte Version des Ausgangstextes mit zielsprachlicher Terminologie an die Übersetzerin. Er steht eigentlich während des gesamten Projekts zur Verfügung und er überprüft die Übersetzung schrittweise, kapitelweise. Aufgrund seiner schlechten Vorerfahrungen mit Übersetzungen, hat er diesmal entschieden, alles anders zu machen, selbst anders zu agieren, dass es eben zu diesen Problemen nicht mehr kommen würde. Und er hat sich sehr, sehr gefreut, dass offensichtlich, also durch die vielen Rückfragen der Übersetzerin hat er erkannt, dass die Übersetzerin sich auch um die Qualität kümmert. Und das hat ihn sehr gefreut. Die Übersetzerin lobt den Auftraggeber. Sie sagt, so by the time I got to those pages, I already had the comments. That was a very unusual process for me. There were comments in the source text, terminology in particular, very specific terminology that they wanted me to use, or references to laws or explanations of what they were trying to say. And it was very helpful. It was nice. I have never had that before. None of my other customers ever do that. Und sie hat tatsächlich nach diesem Projekt, gleich anschließend sozusagen, hat sie berichtet, hat sie einem Stammkunden eine ähnliche Vorgehensweise, eine ähnliche Art der Zusammenarbeit auch vorgeschlagen. Es gab auch eine unterschiedliche Beurteilung des Ausgangstextformats. Der Auftraggeber war überzeugt, dass die Tatsache, dass die Übersetzerin mit einer PDF-Datei arbeiten muss, für sie eine erschwerende Rahmenbedingung ist. Das heißt,
Die Übersetzerin hat dann zunächst einmal ein Stück weit auf Basis des PDFs arbeiten müssen, was nachvollziehbarerweise eine Erschwernis ist. Er hat dann vom Projektförderer die Endversion des Ausgangstextes in Word angefordert, an die Übersetzerin weitergeleitet und meinte, dass das sicherlich eine ganz große Erleichterung für die Übersetzerin war. Die Übersetzerin hatte nie eine InWord-Datei angefragt und hat auch nicht in irgendeiner Weise gemeint, dass das PDF ein Problem wäre. Sie ging davon aus, dass diese InWord-Datei ihr geschickt wurde, damit die Grafikerinnen und Grafiker dann nach der Übersetzung besser damit arbeiten können. Es gab auch einen Unterschied in den Erwartungen bezüglich Zeitplan, Arbeitszeit und Abgabefristen. Für den Auftraggeber war das ein relativ enger Zeitplan. Es musste schnell, aber nicht sehr schnell passieren, was natürlich auf Übersetzerseite noch genug Druck bedeutet hat. 120 Seiten sind 120 Seiten. Und er meinte auch, dass das Management des Übersetzungsprojekts für ihn selbst diesmal weniger Zeit gekostet hat als veranschlagt und als normalerweise der Fall ist. Das war das erste Mal, dass es für mich verhältnismäßig, was die Zeit betrifft. In den Prozessen davor war es meistens so, dass ich einiges mehr an Zeit gebraucht habe als veranschlagt. Ja, die Übersetzerin hält den Zeitplan für eigentlich sehr locker. It was a nice project and it wasn't time. The deadline was comfortable and there was no need to work at weekends on it. It wasn't a rush job. It was all very nicely timed. Und sie lobt den Auftraggeber insbesondere dafür, dass er explizit gesagt hat, sie soll nicht auch am Wochenende arbeiten. Other customers tend not to be quite so accommodating, so that was nice. So for me, it was odd to have a huge project, a big project going on for a number of weeks, where I didn't have to work on it at weekends. Ja, der Auftraggeber hält es für selbstverständlich, dass er für Layout und Produktionsprozesse zuständig ist. Also die Übersetzung ist an den Grafiker gegangen und das war dann für uns klassisch wieder ein gewisser Aufwand. Zwei oder drei Durchgänge, die Fehler, Versäumnisse oder Unzulänglichkeiten des Grafikers nochmal auszubessern. Weil da passieren dann die Dinge, dass zum Beispiel manche Texte im Deutschen stehen bleiben, weil der englische Text nicht hinüberkopiert wird. Und das hat dann, wie gesagt, noch ein gutes Monat, wenn nicht sogar 6 Wochen gedauert, diese Fehler rekursiv loszuwerden. Er denkt nicht einmal dran, irgendwo nach der Vervollständigung der ersten Version sozusagen der Übersetzung Proofs oder das Endprodukt, irgendetwas an der Übersetzerin zukommen zu lassen. Die Übersetzerin war hier eigentlich recht überrascht. Das hat sie nicht erwartet. Sie sagt, normally I proofread them in layout as well. For most of my regular customers, even to the extent of going to the graphic design company and sitting beside them, watching them lay out very complicated texts. Und zum Zeitpunkt des Interviews, wo das gesamte Projekt schon abgeschlossen war und das Endprodukt schon online war und auch im als Printprodukt zur Verfügung stand, hatte sie es noch nicht gesehen. Es gab auch unterschiedliche Erwartungen über die Zuständigkeit für Qualitätsmanagement. Das ist jetzt der letzte Unterschied. Der Auftraggeber ging davon aus, dass er für die Qualitätssicherung der Übersetzung zuständig ist. Er entschied, die Ruhe eines Wochenendes zu Hause dafür zu verwenden, die Übersetzung noch einmal als Gesamtes durchzugehen. Das würde ich durchaus die Verantwortung bei mir sehen oder vor allem bei mir sehen, weil ich oder wir den Text gemeinsam bearbeitet haben und ich ja den gesamten Text und auch den gesamten englischen Text ja dann auch qualitätsgesichert habe durch mein immer wieder Durchlesen und Gegenlesen. Das heißt, was mir entgangen ist, das ist natürlich auch meine Versäumnisse zurückzuführen. Die Übersetzerin fühlte sich aber auch hauptverantwortlich für die Qualität der Übersetzung. Sie meinte, I wanted to deliver a good job as well and be asked to work for them again in future. Because it was interesting. Und sie ließ die Übersetzung auch von einer anderen Übersetzerin, Muttersprachlerin,
Korrektur lesen und diese Korrekturschleife zum Beispiel war dem Auftraggeber gar nicht bekannt, auch nach dem Projekt nicht. Das hat er nicht erwartet und das war ihm auch gar nicht bekannt. Ja, eine unerfüllte Erwartung gab es noch, die hohe Qualität des Ausgangstextes. Die Übersetzerin meinte, the German was very well written as well, it was easy to take a lead from that. The source text, the source material was very good, which was also refreshing. Sie meinte, oft, meistens eigentlich, arbeitet sie mit Ausgangstexten, die einiges zu wünschen übrig lassen. Und sie informiert die Auftraggeberinnen und Auftraggeber über die Fehler im Ausgangstext. Und diese Kommunikation wird sehr geschätzt von den Auftraggeberinnen und Auftraggebern. Ja, wenig überraschend, ein Happy End. Beide waren sehr zufrieden, sowohl mit Prozess als auch Projekt, Prozess als auch Produkt. Auftraggeber meinte, also ich habe mir ihr sicherlich mehrmals zur Kenntnis gebracht, dass die Art und Weise, wie der Prozess abgelaufen ist, sehr positiv war. Dass wir sehr glücklich sind über das Projekt in seiner Form. Wir haben auch mittlerweile sehr positive Feedbacks bekommen aus unterschiedlichen Ländern von unterschiedlichsten Experten auf beide Versionen. Und die Übersetzerin meinte, I got the feeling he was very pleased with the text. And I have been asked to quote another project for his organization, so I guess the quality of the product was what he wanted. In diesem Sinne wurden die Erwartungen übertroffen. Beide gingen davon aus, dass sie unter Zeitdruck mit mangelhaften, minderwertigen Texten arbeiten müssen, dass die Kooperation unzureichend sein wird. Der Auftraggeber ging davon aus, dass der Ausgangstext schwierig wäre, dass die Übersetzerin gestresst wäre und dass er die Alleinverantwortung für Terminologie und Qualität tragen muss. Die Übersetzerin ging davon aus, dass sie die Alleinverantwortung für die Übersetzung inklusive Terminologie, Revision und Layout tragen müsste und dass sie 7 Tage die Woche daran arbeiten müsste. Ja, klingt alles sehr positiv, muss ich aber dazu sagen, dass obwohl es so aussieht, dass sozusagen diese Ergebnisse jetzt die problematische, machtlose Position der Übersetzerin, die Abdallah gezeigt hat, eigentlich widerlegen, würde ich sagen, nein, sie bestätigen genau diese Ergebnisse von Abdallah, weil ja beide Handlungspartner, Partnerinnen hier betonen, dass das wirklich eine Ausnahme war. Refreshing, it was nice. Beide sind überrascht und glücklich, dass es einmal auch so sein kann. Ja, zu den Schlussfolgerungen. Ich denke, hier hat dieses kleine Projekt hat wirklich gezeigt, dass Outsourcing nicht bedeutet, wie Com auch betont, dass ich die Verantwortung für einen Teil des Prozesses wirklich abgeben kann. Die Tatsache, dass der Auftraggeber hier stark die Verantwortung weiterhin getragen hat, hat sehr positiv zum Erfolg des Projekts Zufriedenheit, beidseitigen Zufriedenheit beigetragen. Auch die wesentliche Rolle der Kommunikation wurde bestätigt. Also es war nicht nur die Leistung der Übersetzerin, die hier sozusagen zu einem guten, positiven Resultat geführt hat, sondern auch die aktive Rolle des Auftraggebers. Die Vorerfahrungen waren sehr handlungsleitend, also vor allem die schlechten Vorerfahrungen auch des Auftraggebers. Was es hier gar nicht gab, war so eine Post-Project-Review oder Lessons Learned, Debriefing. Aber man kann davon, also explizit nicht, aber man kann davon ausgehen, dass dieses Projekt doch manches für die beiden für Folgeprojekte geändert hat. Kontinuelle Informationsfluss führte tatsächlich zur Vertrauensbildung zwischen den beiden, die noch nie miteinander gearbeitet hatten vorher. Was es aber nicht garantierte, war eine Symmetrie, waren einheitliche Erwartungen, ein einheitlicher Informationsstand. Also hier gab es durchaus sehr unterschiedliche Erwartungen über die Leistungen, trotz des Vertrauens. Die Kundenspezifik der Erwartungen war auch hier ganz eindeutig sichtbar.
also in Bezug auf Dienstleistung, Zuständigkeiten, Zeitrahmen und so weiter. Und diese unterschiedlichen Erwartungen, insbesondere bezüglich der Qualitätskontrolle der Übersetzung, die ja Görs auch erkannt hat in ihrer Umfrage, das bestätigt für mich, dass es hier eben keine etablierten Handlungsstandards gibt. Also wir können nicht davon ausgehen, dass solche bekannt sind und angewendet werden. Also für mich bestätigen diese vielseitigen Erwartungsasymmetrien, das waren ja nicht wirklich Informationsasymmetrien, sondern mehr Erwartungsasymmetrien, diese bestätigen für mich hier wieder, dass die Auftraggebung von Übersetzung für viele Auftraggeberinnen und Auftraggeber wirklich eine Ad-hoc-Leistung ist, die sie so durchführen, wie sie sich das zufällig, welche Erfahrungen sie zufällig haben. Und ich denke mir, dass in der Praxis genau diese individuelle Art der Verhandlungen sehr belastend sein kann für Übersetzerinnen und Übersetzer. Von der Perspektive der Forscherin dagegen ist das natürlich sehr fruchtbar, sehr interessant. Für mich sind solche Einzelfälle, solche Fallstudien wie Hologramme, das heißt, je nachdem aus welcher Perspektive ich sie betrachte, sehe ich ein bisschen was anderes. Oder ich möchte sie auch, die kleinen Einzelfälle, vergleichen mit Fraktalen, also wo sozusagen die kleinen Einzelteile schon auch etwas über das Gesamte zeigen. Fraktale sind ja Muster, die aus kleineren Kopien ihrer selbst bestehen. Und in diesem Sinne denke ich mir, dass die Einzelfälle, diese kleinen Übersetzungsprozesse oder die einzelnen Übersetzungsprojekte sozusagen Fraktale sind. Sie können in ihrer Einzigartigkeit trotzdem eine gewisse generelle, kulturelle oder auch kognitive, soziologische Narration der Transaktion zeigen. Also sie können zeigen, wie die Personen in ihren transaktionsrelevanten Rollen agieren und wie sie diesen sehr ambivalenten und teils wahrscheinlich sehr widersprüchlichen Erfahrungen, wie sie diesen Sinn geben und wie sie gleichzeitig dadurch die Praxis auch verändern und mitgestalten. Dankeschön.